Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Glitch zeigen, wie ihr hinter die Wand könnt und alle Zombies sich vor euch versammeln. Kurze Info, in diesem Glitch könnt ihr nur mit der Shotgun schießen oder mit der Wunderwaffe. Mit den anderen Waffen klappt das nicht, die kommen irgendwie nicht durch die Scheibe. Also bei mir war es zumindest so. Also Leute, Shotgun oder Wunderwaffe. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr hier reinkommt. Hierfür lasst am besten ein Zombie leben und geht hier auf diesen LKW drauf, genau vor dem Schaufenster vom Bauers Laden. Dann duckt euch und fallt hier auf diesen Reifen drauf. Jetzt müsst ihr so lange nach hinten laufen, bis ihr aufstehen könnt, Leute. Also es geht nach hinten, spammt die Aufstehtaste, bis ihr aufgestanden seid. Dann schaut dorthin, wo ich ihn schaue, rennt nach vorne und springt nach oben und dreht euch nach rechts, so wie ich. Dann klettert ihr hier über dieses Schaufenster. Wenn ihr dann hier drinnen seid, merkt ihr bestimmt, dass ihr Schaden bekommt. Und damit ihr keinen Schaden hier drinnen bekommt von der Barriere, müsst ihr euch so hinstellen wie ich. Also ganz links bekommt ihr Schaden. Aber wenn ihr so vor diesem Truck steht wie ich, bekommt ihr keinen Damage mehr. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr hier drinnen seid, dürft ihr euch nicht mehr ducken. Sobald ihr euch einmal hier ducken tut, dann seht ihr die Zombies nicht mehr. Ihr seid dann hier in diesen Regalen drinnen und dann müsst ihr den Glitch wieder von vorne machen. Das Gute an diesem Glitch ist, dass sich die ganzen Zombies vor euch versammeln und ihr kriegt hier wirklich von nichts Schaden. Keiner kann euch hier hinten, Leute. Und ihr könnt in Highrun spielen. Der Nachteil an diesem Glitch ist, dass ihr keine Munikiste habt. Jedoch kann es manchmal sein, wenn ihr den Jungen tötet, dass die Muni auf euch fliegt. Das ist aber selten der Fall. Wie ihr Munition bekommen könnt, ist zum Beispiel am Ende der Bonusrunde. Wenn ihr den letzten Zombie tötet, kriegt ihr die Munition bzw. die spawnt in euch und ihr habt wieder Max Muni. Die zweite Möglichkeit, an Munition zu kommen, ist aus dem Glitch rauszugehen. Das macht ihr mit dem Ätherschleier. Schaut einfach nach vorne, aktiviert euren Ätherschleier und ihr seid wieder auf der Straße. Dann könnt ihr zur Munikiste laufen, euch Munition holen und danach könnt ihr wieder in den Glitch. Ich würde euch hier empfehlen, lasst am Ende der Runde halt ein oder zwei Zombies am Leben, damit ihr das ganz in Ruhe machen könnt. Also droppt hier runter, Leute, spammt die Ducken-Taste, während ihr nach hinten läuft, so bis ihr aufsteht. Und wenn ihr aufgestanden seid, dann rennt nach vorne, schaut dorthin, wo ich hingucke, springt und dreht euch nach rechts und ihr seid wieder im Glitch. Das könnt ihr auch übrigens machen, wenn ihr eure Waffe zum Beispiel punchen wollt. Lasst einen Zombie am Leben, geht zum Packer Punch, puncht eure Waffe. Ich würde euch auch empfehlen, packt die Schmettexplosion auf eure Waffe drauf. Dann könntet ihr auch zum Beispiel warten, bis sich die ganzen Zombies vor euch versammeln und mit einem Schuss erledigt ihr dann alle, weil die sterben durch die Explosion dann mit. Wie gesagt, Leute, nicht ducken und ihr müsst so stehen, dass ihr den LKW seht oder ihr könnt auch ganz nach rechts gehen, Leute. Und wenn ihr ganz rechts seid, dann kriegt ihr auch keinen Damage. Und jetzt möchte ich euch einmal zeigen, was passiert, falls ihr euch doch aus Versehen irgendwie ducken solltet. Und zwar fallt ihr dann hier drunter. Und wenn ihr euren Ätherschleier einsetzt und nach vorne guckt, dann kommt ihr hier nicht raus, Leute. Denn ihr müsst Richtung Shop schauen und dann den Ätherschleier einsetzen. Und dann seid ihr wieder draußen. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.